Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zum Wetter für die Schweiz. Der Sonntag machte im gesamten Alpenraum seinem Namen alle Ehre, wie hier im Tiroler Paznaun. Die schneebedeckten Gipfel, dazu strahlender Sonnenschein mit keiner Wolke am Himmel. Aber genau dieser klare Himmel sorgt dafür, dass es in der Nacht ziemlich eisig ist. So auch in der Nacht auf Montag. Wir haben verbreitet Temperaturen von -5 bis sogar -10 Grad. Und in den Hochtälern wird es sogar noch eisiger. Bis zu -20 Grad sind da lokal möglich. Kein Wunder also, dass es auch zum Wochenstart häufig tagsüber im Frostbereich bleibt, meist -1 bis sogar -7 Grad. Nur im Tessin, da haben wir zarte Plusgrade von lokal bis zu 5 Grad. Dazu starten wir wieder mit jeder Menge Sonnenschein in den Tag. Besonders über den Alpen stört kaum eine Wolke am Himmel. In den Niederungen teils wieder zäher Nebel, besonders Richtung Bodensee. Aber auch hier wird sich das Ganze wohl im Laufe des Tages lichten. Spätestens am Nachmittag ist es eigentlich fast überall ziemlich freundlich und vor allem landesweit trocken. Das wird sich am Dienstag ändern. Da machen sich Schnee und teils auch Regenfälle breit von Norden. Südlich der Alpen kommt davon noch nichts an, aber ansonsten ist es häufig grau und nass. Das meiste fällt auch als Schnee. Nur Richtung Basel bei Höchstwerten von bis zu 3 Grad werden sich wohl ein paar Regentropfen dazu mischen. Ähnlich nass wird es wohl auch am Mittwoch bleiben. Die Temperaturen steigen ein bisschen an. Deswegen fällt das Ganze dann häufiger als Regen, denn die Höchstwerte erreichen 4 oder 5 Grad.